Ja, Behindertenwerkstätte, skrupellose Ausbeutung. Interessantes Thema. Habe ich schon mal gehört, dass das angeblich Ausbeutung sein kann. Hatte mir das auch mal so als Thema aufgeschrieben, aber noch nie dazu recherchiert. Und jetzt ist mir Mr. Wissen to go zuvorgekommen. Mal gucken, was er sagt. Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Eine ziemlich gute Sache. Die Vereinten Nationen und das EU-Parlament sehen das aber anders. Sie sagen, die Werkstätten integrieren ihre Mitarbeiter nicht ausreichend in den ersten Arbeitsmarkt. Das Problem ist, dass Werkstätten für Menschen mit Behinderung quasi eine Sonderwelt sind und damit keine Inklusion. Trotzdem hält die Bundesregierung weiter an ihnen fest. Ein Grund: die deutsche Wirtschaft profitiert von den Einrichtungen. Ich kann Ist das so? nirgendwo so billig in Europa produzieren lassen wie in einer WFBM. Schotten Werkstätte ihre Mitarbeiter vom Arbeitsmarkt ab? Warum hält die Bundesregierung trotzdem weiter an ihnen fest? Profitiert der Staat wirklich davon? Klingt sehr spannend. Also ich hätte jetzt eigentlich spontan gesagt, dass Behindertenwerkstätte, das, also ohne das je recherchiert zu haben, einfach so aus dem Gefühl, ne, was man so mitbekommt, um einen herum. Ich habe ja auch eine lange Zeit tatsächlich in einem Verein mit behinderten Menschen gearbeitet, dass das erstmal eine gute Möglichkeit ist für diejenigen, die bei anderen Arbeitsplätzen nicht unbedingt mithalten können, eine Arbeit trotzdem zu finden. Ne? Es gibt einfach manche Menschen, die können aufgrund körperlicher oder geistiger Einschränkungen einfach nicht in klassischen Betrieben arbeiten, weil sie da hinten runterfallen würden. Und deswegen habe ich eigentlich immer gedacht, das wäre eine ganz gute Sache, so aus dem Bauchgefühl raus. Aber ich verstehe natürlich, dass sofern da richtig was produziert wird und da richtige Gewinne eingefahren werden und die Menschen dann vielleicht nicht ordnungsgemäß entlohnt werden, dass das dann auf jeden Fall ein Problem ist. Und jetzt würden mich natürlich alle Zahlen und Fakten dazu interessieren. Und müssen wir die Werkstätten eigentlich abschaffen? Genau das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Nee, alte Menschen pflegen habe ich nicht gemacht. Rettungsschwimmer eher schon, aber nicht mit alten Menschen. Nein, es geht um behinderte Menschen. Wie viele Menschen mit Behinderung kennt ihr, die in ganz normalen Firmen arbeiten? In Krankenhäusern, an Schulen, bei den Behörden? Kommt auch immer auf den Grad der Behinderung an, ne? Ganz klar. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, einfach, wenn dir zum Beispiel ein Körperteil fehlt und du ansonsten aber nicht eingeschränkt bist, also sagen wir mal, einfach dir fehlt der Unterschenkel, dann hast du ja schon einen Behindertenausweis, aber kannst ja trotzdem wahrscheinlich sogar deinem alten Job nachgehen, wenn du jetzt nicht unbedingt Lastwagenfahrer bist, ne? Wahrscheinlich nicht so viele, oder? Im beruflichen Alltag bleiben sie nahezu unsichtbar. Aber woran liegt das? Das hat mehrere Gründe. Einerseits sind bei uns etwa die Hälfte aller Menschen mit schweren Behinderungen nicht erwerbstätig. Andererseits hat Deutschland schon in den 1960er Jahren einen ganz eigenen Weg geschaffen, um Menschen mit Behinderungen ins Arbeitsleben einzubinden. Die sogenannten Behindertenwerkstätten. 2021 haben mehr als 320.000 Beschäftigte in solchen Werkstätten gearbeitet. Die Idee dahinter ist erstmal gut. Die Werkstätten sollen Menschen eine sinnvolle Beschäftigung geben, sie fördern und sie auf den sogenannten ersten Arbeitsmarkt vorbereiten. Sie sind also nur als eine Art Zwischenstation gedacht. Aber Ach, nicht okay. alles läuft rund, findet Lukas Krämer. Er hat selbst 5 Jahre lang in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Dann hat er den Absprung geschafft. Heute produziert er Videos für die Social-Media-Seiten einer Bundestagsabgeordneten. Heute sprechen wir über die Mindestlohnthematik in die Werkstätte, warum man dort keinen Mindestlohn verdienen kann. Aber warum hat er die Werkstatt Das hätte ich jetzt aber eigentlich echt gedacht, dass da Mindestlohn verdient wird. statt verlassen? Das hat er uns erzählt. Schon seit ich in der Schule war, oder in der Förderschule war, wollte ich niemals in die Werkstatt. Ich habe dort Wasserhähne montiert. Für 6,5 Stunden am Tag habe ich dort damals gearbeitet. Diese Arbeit hat mir keinen Spaß gemacht. Sondern wo ich ein Kind gewesen war, 15 Jahre circa, habe ich bei einem Kinofilm mitgespielt. Und seitdem wollte ich eigentlich in den Medien, Fernsehen oder auch bei YouTube jetzt auftreten und diese Arbeit in diese Richtung machen, was ich halt jetzt auch machen bin, was damals in die Werkstatt nicht möglich gewesen ist. Okay, aber das ist ja erstmal ein Problem, was viele Menschen haben, ne? Egal ob mit Behinderung oder ohne, dass man vielleicht nicht unbedingt in einem Job arbeitet, der einem Spaß macht.
Aber wenn das jetzt wirklich so sein sollte, dass man da nicht mal Mindestlohn bekommt und das eher an der Ausbeutung grenzt, dann ist das ja eigentlich schon ein echter Skandal. Also die Schule hat das sehr häufig gesagt, das ist nicht möglich, weil du mal eine Behinderung hast. Die Werkstatt hat auch gesagt, das ist unrealistisch. Wer will dich schon nehmen oder einstellen für den Beruf? Da wird gesagt, du hast dann nicht die Ausbildung oder einen Schulabschluss. Lukas hat den Weg aus der Werkstatt auf den regulären Arbeitsmarkt gefunden. Das gelingt aber nur wenigen. Die Zahlen zeigen, wer einmal in einer Werkstatt arbeitet, der schafft es nur sehr selten wieder hinaus. Gerade einmal einer oder eine von 100 Mitarbeitern findet anschließend eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Die Vereinten Nationen haben deshalb 2015 empfohlen, die Werkstätten nach und nach abzuschaffen. Im Frühjahr 2021 hat das EU-Parlament dem zugestimmt. Rechtlich bindend ist das für Deutschland aber nicht. Über Inklusion bestimmen die EU-Mitgliedstaaten nämlich selbst. Aber was kritisieren UN und EU-Parlament konkret? Darüber hat meine Kollegin Judith mit Anne Gersdorf gesprochen. Sie engagiert sich für den Verein SozialheldInnen e.V. und kämpft dafür, die Belange von Menschen mit Behinderungen sichtbarer zu machen. Und Sie kritisieren ja die Werkstätten. Warum denn eigentlich? Ist das nicht ein guter Gedanke, dass Menschen, die vielleicht am Arbeitsmarkt keine Möglichkeit haben, dort versorgt werden? Was ist das Problem? Das Problem ist, dass Werkstätten für Menschen mit Behinderungen quasi eine Sonderwelt sind und damit keine Inklusion. Das heißt, Menschen mit Behinderungen arbeiten quasi separiert von allen anderen Menschen. Und somit haben wir uns als Gesellschaft einfach ein System geschaffen, wo Menschen mit Behinderungen quasi abgestellt werden. Es gibt ganz viele Menschen, die haben Angst, dass eben die Werkstätten jetzt von heute auf morgen geschlossen werden und dass sie dann quasi zu Hause oder auf der Straße sitzen. Und das will aber eigentlich niemand. Ich verstehe, was sie meint. Ich glaube, dadurch, dass es so Behindertenwerkstätten gibt, ist das oft so ein, passiert es eben oft, dass das noch so Parallelwelten sind, weil halt gar nicht darüber nachgedacht wird, vielleicht auch sogar schon als Elternteil eines behinderten Kindes wird gar nicht darüber nachgedacht, kann das vielleicht irgendwo auf dem normalen Arbeitsmarkt Fuß fassen, in der freien Marktwirtschaft oder also vielleicht besteht diese Option gar nicht, weil man eben schon so weiß von vornherein, okay, mein Kind hat eine Behinderung und dann wird es wahrscheinlich irgendwann später in der Behindertenwerkstatt arbeiten. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es wahrscheinlich für einige Fälle trotzdem wichtig ist, dass es diese Einrichtungen weiterhin gibt, ne? Weil, wie gesagt, nicht jeder kann sich, glaube ich, nahtlos so in die freie Wirtschaft integrieren. Es müssten halt nur einfach absolut angemessene Zustände herrschen und nicht jetzt irgendwie so eine Ausbeutung. Mich würde wirklich mal brennend interessieren, ich hoffe, das wird noch gesagt, wie viel man denn da so in der Stunde verdient und Co. Sondern wir müssen quasi einen Einstieg in den Ausstieg schaffen. Nur 1% oder nicht mal nur 1% schafft einen Sprung wieder raus. Woran liegt es denn? Also wo ist das Problem, dass das nicht funktioniert? Alle Wege von Menschen mit Behinderung führen ganz oft automatisch in Behindertenwerkstätten und unser System ist quasi darauf angelegt, dann stoßen Menschen mit Behinderungen, die inklusive Wege gehen wollen, ganz oft auf große bürokratische Hürden. Unternehmen wissen ganz, ganz wenig darüber, wie sie Menschen mit Behinderung einstellen können, welche Unterstützung sie auch bekommen können. Gleichzeitig tun Werkstätten auch zu wenig dafür, dass die Leute eben befähigt werden, weil sie zum Teil deren besten MitarbeiterInnen benötigen, weil sie ja selbst Sachen für die Wirtschaft herstellen. Ja, international kommen die Werkstätten also gar nicht gut weg. Aber wie reagiert die Bundesregierung auf die Kritik? Die damals regierende Koalition aus CDU, CSU und SPD hat 2016 verkündet, wir halten weiterhin an den Werkstätten fest. Und die neue Regierung? Die will Menschen mit Behinderungen laut Koalitionsvertrag zwar besser in den ersten Arbeitsmarkt integrieren, aber die Werkstätten, wie empfohlen, abzuschaffen, da steht nicht im Koalitionsvertrag. Aber wie ist das denn in anderen Ländern? Ich habe eigentlich gedacht, das wäre so ein Ding, was es irgendwie überall gibt. Warum hält die Bundesregierung an den Werkstätten fest? Um das zu klären, müssen wir... Ich dachte echt, dass das irgendwie gang und gäbe ist, auch in anderen europäischen Ländern. Wir uns zunächst einmal das Finanzierungssystem der Werkstätten genauer anschauen. Werkstätten bedienen sich aus zwei Geldtöpfen.
Auf der einen Seite stehen staatliche Geldgeber wie die Bundesagentur für Arbeit. Sie finanzieren alles, was mit der Förderung der Beschäftigten zu tun hat. Beispielsweise die Fachkräfte, das Gebäude oder die Fahrdienste. Was sie auf der anderen Seite aber nicht bezahlen, sind die Löhne der Beschäftigten. Die muss die Werkstatt selbst erwirtschaften. Und zwar durch Aufträge, die die Beschäftigten abarbeiten. Ähnlich wie ein Wirtschaftsunternehmen. Wir wollen mehr erfahren. Deshalb treffen wir Katrin Langensiepen. Sie sitzt als erste Frau mit einer sichtbaren Behinderung im EU-Parlament und kritisiert dieses Finanzierungssystem. Eine Werkstatt ist Teil eines Wirtschaftskreislaufes. Und Wirtschaftsunternehmen, VW, WABCO, aber auch Mittelständler, um nur Beispiele zu nennen, lassen in Werkstätten produzieren. Dass behinderte Menschen in Außenarbeitsstellen arbeiten, aber mit einem Werkstattvertrag. Und sich dann die Firmen sagen, ja, ist ja super, ich muss keinen Mindestlohn zahlen. Arbeitnehmerinnenrechte hat diese Person auch nicht. Alle profitieren, der Mensch ist beschäftigt. Ich kann produzieren lassen für ein Appel und ein Ei. Das passiert? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das klingt so richtig wie das, was mal vor so 80, 90 Jahren passiert ist irgendwie, ne? Oder was heutzutage noch teilweise bei den Uiguren und Co. in China passiert. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das auch hier so ist mit Behindertenwerkstätten, dass das wirklich als billige Arbeitskraft für Großkonzerne genutzt wird. Und auch billiger als vielleicht in Bulgarien oder Rumänien. Also ich kann nirgendwo so billig in Europa produzieren lassen wie in einer BSDM. Und das finde ich schon besorgniserregend, wenn einem das dann so hinter vorgehaltener Hand gesagt wird. Ich kann mir ja immer die Frage beantworten, möchte ich so leben, wohnen und arbeiten? Und wenn dann die Antwort nein ist, ist es doch ganz einfach, warum soll es ein behinderter Mensch müssen? Aufträge schleifen zu lassen, können sich Werkstätten also nicht leisten. Sie sind verpflichtet, 70% ihrer Umsätze als Lohn auszuzahlen. Dieser Lohn setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Einem gesetzlich geregelten Grundbetrag, dem sogenannten Steigerungsbedarf, der je nach Arbeitsleistung variiert, und dem Arbeitsförderungsgeld. Teilweise bekommen die Mitarbeiter zusätzlich Kost und Logis gestellt. 2019 erhielt jeder Beschäftigte einer Werkstatt im Durchschnitt 207 Euro zur freien Verfügung. Für einen ganzen Monat. Das ist wenig. Kost und Logis, okay. Das heißt, man muss keine Miete zahlen und man muss kein Essen zahlen, was natürlich ein guter Batzen Geld ist, der da wegfällt, den man nicht ausgeben muss. Wahrscheinlich sind es aber jetzt auch keine Luxusunterkünfte, denke ich mal. Und trotzdem ist 207 Euro im Monat zur freien Verfügung noch endwenig, wenn man zum Beispiel bedenkt, was so ungefähr das ist, was man an Hartz IV bekommt, wenn da auch die Sozialwohnung bezahlt wird. Schwierig. Fallen Aufträge weg, wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie, sinken die Löhne. Einen Mindestlohn gibt es in den Werkstätten nicht. Das liegt daran, dass die Menschen hier nur ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis haben. Das bedeutet, es gibt keine Betriebsräte. Die Beschäftigten dürfen nicht streiken und sie haben keinen Anspruch auf Mindestlohn. Online hat Lukas Krämer eine Petition gestartet, die genau das ändern will. Nachdem er 5 Jahre Wasserhähne in der Werkstatt montiert hatte, reichte es ihm. Er kam nicht mehr zur Arbeit. Ein Grund? Die schlechte Bezahlung. In die Werkstatt habe ich rund 150 bis 200 Euro verdient. Das reicht natürlich nicht, um zu leben. Man ist dann sogar auf Grundsicherung angewiesen, also staatliche Gelder, wie zum Beispiel auch Kindergeld unter anderem, die man noch bekommt, um überhaupt seine Wohnform zu finanzieren. Aber wenn man sich größere Dinge leisten will, Beispiel ein kleiner Urlaub zum Beispiel, was viele Leute ja gerne machen wollen, sind für Menschen mit Behinderung mit die Gehälter definitiv nicht möglich. Und was ich auf jeden Fall festgestellt habe, viele sind mit die Gehälter, die sie bekommen von der Werkstatt, total unzufrieden. Aber viele haben, auch wie schon gesagt, von der Schule hinweg kaum andere Möglichkeit oder viele bekommen keine andere Möglichkeit. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Sind die Werkstätten dafür verantwortlich? Wie genau funktioniert das? Hat der Staat dann bei jeder Werkstatt seine Finger im Spiel? Es wurde ja eben gesagt, das ist auch teilweise gemessen am Umsatz. Machen die vielleicht auch einfach kaum Umsatz? Was vielleicht aber auch wiederum daran liegt, dass sie von großen Konzernen kaum bezahlt werden. Das ist für mich jetzt hier noch nicht ganz genau aufgeschlüsselt. Wobei ich das Problem auf jeden Fall sehe. Und es auch für ein sehr, sehr, sehr großes Problem und auch absolut nicht mehr angemessen fürs 21. Jahrhundert halte. Aber mich würde noch ein bisschen genauer, aber das müsste man, das ist ja nicht Aufgabe dieses YouTube-Videos, aber mich würde sehr genau mal diese Kostenstrukturen und sowas interessieren, wie das, also warum man das überhaupt macht und ob es nicht auch für den Staat und so einfach sinnvoller wäre, Menschen mit Behinderung in den normalen Arbeitsmarkt zu integrieren. Ich habe gesagt,
dass man halt auch mehr wert ist, auch mehr für seine Arbeit verlangen kann, als es in die Werkstatt. Jedes Jahr erreichen alle Betriebsstätten in Deutschland dort jobinklusive Gesamtumsätze von rund 8 Milliarden Euro. Einerseits durch Caritas und Co. schreiben die Werkstätten, ja. Das sind ja meine Lieblingsvereine, ne? Wie ihr wisst. Durch Gelder von Leistungsträgern, andererseits durch wirtschaftliche Gewinne. Zum Vergleich, etwa so viel Umsatz hat auch die Drogeriekette DM im Jahr 2020 gemacht. Niedrige Löhne. Warte, was? Nochmal. Jedes Jahr erreichen alle Betriebsstätten in Deutschland dort jobinklusive Gesamtumsätze von rund 8 Milliarden Euro. Einerseits durch Gelder von Leistungsträgern, andererseits durch wirtschaftliche Gewinne. Was ist denn da jetzt mit Geldern von Leistungsträgern gemeint? Sind das dann Zuschussgelder? Der Caritas? Dann ist das natürlich, kann man nicht sagen, dass das 8 Milliarden Umsatz sind und es dann vergleichen mit DM. Ja, vom Staat. Okay. Zum Vergleich, etwa so viel Umsatz hat auch die Drogeriekette DM im Jahr 2020 gemacht. Niedrige Löhne, günstige Arbeitskräfte, geringe Chancen auf eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Es gibt also Verbesserungspotenzial. Während der Recherche merken wir immer wieder, die Kritik an den Werkstätten ist eigentlich längst bekannt. Aber warum funktioniert die Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht so richtig gut? Mit dieser Frage konfrontieren wir die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen. Schriftlich erhalten wir dieses Statement. Damit Inklusion gelingt, bedarf es eines gesellschaftlichen Umdenkens. Werkstätten können die berufliche Teilhabe nur gemeinschaftlich vorantreiben. Da der allgemeine Arbeitsmarkt in seiner jetzigen Form nicht in der Lage ist, alle Menschen mit Behinderungen aufzunehmen, sind Werkstätten weiterhin notwendig, um Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Trotz der offensichtlichen Probleme tut sich kaum etwas. Aber warum eigentlich nicht? Darüber sprechen wir mit Jürgen Duse. Er ist der geschäftsführende Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Franzi aus dem Mr. Wissen2Go Exklusivteam hat nachgefragt. Warum schafft die Bundesregierung die Werkstätten nicht ab? Wenn es tatsächlich darum ginge, jetzt die Werkstätten komplett zuzumachen, dann kann man das in keinster Weise über die Lobby von den Menschen entscheiden, die tatsächlich in Werkstätten arbeiten und da nicht nur arbeiten, sondern auch ja, soziale Kontakte haben. Was muss ich Es ist halt irgendwie so ein komischer Teufelskreis, ne? Einerseits sind in diesen Werkstätten Leute, die vielleicht so plötzlich niemals in den Arbeitsmarkt in der freien Wirtschaft integriert werden könnten, weil sie einfach nicht die Skills haben, und auch viele Arbeitgeber nicht bereit sind, sie einzustellen, was natürlich ätzend ist, aber die würden dann einfach jetzt hinten wegfallen, wenn man die einfach sofort schließt, diese ganzen Stätten. Andererseits, wenn man sich nicht darum kümmert, dass die bald mal in größeren Teilen geschlossen werden und sich nicht darum kümmert, dass behinderte Menschen ganz normal in den Arbeitsmarkt integriert werden, also wisst ihr, das ist so gegenseitig so ein negativer Teufelskreis. Ach, keine Ahnung. Dann am System ändern. Also da bin ich auch bei den Kritikerinnen, dass die Werkstätten quasi ihren Auftrag, nämlich Menschen mit Behinderungen fit zu machen für den allgemeinen Arbeitsmarkt, noch nicht in dem Maße erfüllen, wie ich mir das auch wünsche. Was wären denn so Ihre Idealvorstellungen für den Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen? Dass Menschen mit Behinderungen zum einen ihre Talente tatsächlich nutzen können, dass zum zweiten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Menschen mit Behinderungen nicht nur als defizitäre Wesen begreifen, sondern einfach die Ressourcen und die Fähigkeiten sehen. Denn in Deutschland ist es so, dass mehr als 1,3 Millionen Menschen mit schweren Behinderungen jeden Tag auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten gehen, einen guten Job machen. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass es keinen einzigen Arbeitsplatz in Deutschland gibt, der nicht von einem Menschen mit Behinderungen sehr gut ausgefüllt werden kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Es ist ein Spiel. Ja, es müssen auf jeden Fall die Rahmenbedingungen stimmen. Also es gibt ja schon ganz viele Arbeitsplätze, die auch zum Beispiel von mir nicht ausgeführt werden könnten, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Also wisst ihr, was ich meine? Ich zum Beispiel könnte niemals Dachdecker sein, weil ich erstens Angst vor der Höhe hätte und zweitens, glaube ich, auch das körperlich nicht könnte. Ich glaube, jede Stelle ist schwierig, das so zu sagen, aber wenn die Rahmenbedingungen passen, ja, dann natürlich schon, wenn man halt weiß, was die Rahmenbedingungen sind. Schwieriges Thema. Es gibt Vor- und Nachteile. Die Frage ist, wie seht ihr das? Sollten alle Werkstätten geschlossen werden? Oder würde man Menschen mit Behinderungen mit einer Reform viel mehr helfen? Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, man müsste sie eher reformieren. Reformieren, bessere Förderangebote. Ich meine, das wird ja eh schon anscheinend sehr gefördert, wenn der Staat da viel Geld auch reinsteckt und sei es nur indirekt durch die Caritas und Co. Dementsprechend macht es mit Sicherheit Sinn, das einfach umzustrukturieren. Es ist, glaube ich, wie alles, wie so gefühlt jedes Problem. Es befasst sich einfach keiner damit. Es wird immer liegen gelassen, gerade nicht so wichtig, außerdem günstige Arbeitskräfte. Und es ist halt einfach keine Lobby.
da, ne? Das ist nicht wie die Autolobby, die dann eben mal kurz den heißen Draht wählt zu Herrn Christian Lindner im Verhandlungsgespräch, im Koalitionsgespräch und sagt, ja, Moment mal, aber wir sind ja auch noch da. Nee, 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 so ist das nicht. Genauso wie beim Klimawandel zum Beispiel. Also ist natürlich nicht vergleichbar, aber ja, der Klimawandel hat auch keine Lobby. Schreibt gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr mal mit Klischees über Menschen mit Beeinträchtigung aufräumen wollt, dann schaut euch hier oben das Video von Deutschland 3000 an und Hubertus vom Y-Kollektiv. Aber immerhin mal ein bisschen Awareness. Das waren jetzt auch Sachen, die ich teilweise nicht wusste. Also ich wusste zum Beispiel einfach nicht, dass da kein Mindestlohn gezahlt wird, sondern dass das so mäßig mit Kost und Logis und dann Taschengeld ist. Krass. Krass, hätte ich nicht gedacht.